Ja, das ist ja schwere Kost für alle, ja. Ich hoffe, ihr könnt auch noch zuhören. Und der Tim hat schon gesagt, also die Bibel ist wirklich Gottes Wort. Ich denke das auch, ja, das ist wirklich Gottes Wahrheit. Manchmal ist es so, dass wir Menschen halt, wie soll ich das sagen, wir treffen so auf diese Wahrheit Gottes und dann entstehen halt bestimmte Deutungen dazu, ja, also bestimmte Auslegungen. Das Wort Gottes, das bleibt wahr. Aber manchmal sind die Auslegungen, die muss man sich dann immer noch mal ein bisschen anschauen und darf man auch hinterfragen. Und ich glaube, dass im Offenbarungsfortschritt, wenn Gott auch kommt, das steht ja auch in Daniel, dass in letzter Zeit viele über dieses Wort kommen werden und große Erkenntnisse finden werden. Ja? Also die Bibel sagt eigentlich, dass in der letzten Zeit dieses Buch Daniel noch mal eine besondere Bewegung irgendwo erhält und dass da vieles gefunden wird, was man vorher vielleicht nicht hat finden können. Und ich glaube, dass man das so nachvollziehen kann in Daniel 2 natürlich und auch bei den 70-Jahr-Wochen. Ich muss gestehen, ich war ganz fröhlich und froh, weil du warst der Erste, den ich gehört habe, der das auch gepredigt hat. Ja? Gerade Daniel, da warst du der Erste und der Johannes Ramel war der Erste, glaube ich, den ich predigen gehört über die Wiedergeburt Jerusalems. Also das fand ich schon was Großartiges. Und ich habe dir auch geschrieben, ihr Österreicher seid gut dabei, ja? Ihr seid besser als die Deutschen dabei, das ist schon schön. Und da freut man sich natürlich, wenn man da nicht alleine auf der Welt ist, ja, mit dem Thema. Ja, jetzt die 70 Jahre waren, das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema, glaube ich auch, und auch sehr, sehr umkämpft und umstritten. Ich zeige euch zunächst mal so die Deutung, oder darf ich mal kurz fragen, wer hat schon mal von den 70 Jahre Wochen gehört? Ja, das ist sehr gut, oh, das ist gut, ja. Wer hat schon mal das gehört, was ich euch jetzt zeigen will? Alter, setze ich mich wieder. Ja, gut, das macht es ein bisschen einfacher. Ich habe so gedacht, ich versuche ja immer so alle möglichst mitzunehmen in dem Thema, ja. Und wenn doch einige schon das ein bisschen bekannt und geläufig ist, dann ist das, glaube ich, dann auch einfacher. Also wir fangen mal einfach an. Das ist die Art und Weise, wie ihr das in unserem Umfeld, evangelikalen Umfeld und zu unserer Zeit eigentlich immer hört. Also alle klassischen Ausleger, die ich so kenne, es gibt auch da Ausnahmen, ja. Aber das ist eigentlich das, wie man es so kennt und wie man es zu 99% im Internet findet. Ja? Also man rechnet von dem König Artaxerxes aus und man rechnet dann diese 70 Jahrwochen, hier einmal 7 Wochen, 62 Wochen und eine Jahrwoche. Ja? 7 und 62 macht 69 und eine Jahrwoche macht 70. Und man rechnet von Artaxerxes aus die ersten 7 und 62 Jahrwochen bis auf Christus. Das passt nicht ganz, da hilft man sich ein bisschen mit, ja, mit einer Umrechnung. Und dann sagt man halt, jetzt sind wir im Zeitalter der Gemeinde und irgendwann in der Endzeit, hier ist irgendwo die Entrückung. Man weiß nicht genau wann und man weiß nicht genau, wie viel Zeit zwischen der Entrückung und dem Beginn der 70. Jahrwoche ist. Aber da kommt noch eine letzte 70. Jahrwoche und dann sind diese 70 Jahrwochen dann voll. Das ist so die Berechnung, wie man sie normalerweise kennt, ja. Man weiß nicht, mit welchem Ereignis die 70. Jahrwoche beginnt. Das weiß man nicht. Viele sagen ja, die beginnt mit dem Bundesschluss des Antichristen mit Israel. Ja, dann sage ich, ihr müsst das nochmal genau lesen. Da steht ja nur, der kommende Fürst macht einen Bund mit den vielen. Daraus macht man dann, der Antichrist ist der Fürst, da bin ich ja einverstanden, und der macht einen Bund mit Israel. Aber da steht ja eigentlich nur, mit den vielen macht er einen Bund, nicht mit ganz Israel. Also es sind so Details, wo ich glaube, dass man dem Text sich auch nochmal nähern muss und vielleicht das, was man so an gängigen Auslegungen hat, auch nochmal ruhig ein bisschen abklopfen darf, ja? Und so ein bisschen Lackmustest auch macht. Also das ist die grobe Sichtweise, wie man sie normalerweise heute findet und ich möchte euch gern das hier zeigen. Ja? Ich nehme einen anderen Beginn, also da kann man vielleicht schlecht lesen von hinten. Ich beginne bei 605 vor Christus aus einem ganz bestimmten Grund und rechne einmal bis Kyros. Und rechne nochmal von diesem Punkt aus, von 605, ein zweites Mal und rechne aus bis Antiochos Epiphanes. Und sage, die Regierungszeit von Antiochos Epiphanes, die hat 7 Jahre gedauert. Eine Jahrwoche lang hat er regiert. Und das wird sich wiederholen in der letzten 70. Jahrwoche. Deswegen sagt Jesus in Matthäus 24, hier ungefähr an dem Zeitpunkt, sagt er, wenn ihr sehen werdet, den Gräuel der Verwüstung stehen, da an heiliger Stätte, wo er nicht stehen soll, und lest das im Propheten Daniel, der achte darauf, weil das kommt wieder. Ja, so glaube ich, da kann man das lesen.
Warum das so ist, zeige ich euch gleich. Manche sagen zu mir, ja, das sind ja gar keine 70-Jahr-Wochen. Das sind ja nur 62 und eine, sind ja nur 63-Jahr-Wochen. Ja? Dann sage ich, ja gut, aber das, was hier euch sonst vorgestellt wird, das sind auch keine 70-Jahr-Wochen, das sind nämlich auch nur 69, wenn man das rechnet. Weil die hier, die staucht man nämlich von 69 auf 68 Jahrwochen, weil man sonst nicht bei Jesus Christus auskommt. Das sind auch keine 70 bei der Auslegung. Ich zeige euch aber gleich, wie das im Einzelnen ist. Ja? Die Deutschen, vielleicht auch die Österreicher, ich weiß es nicht, die denken in Urlaubstagen. Die sagen, wenn ich Urlaubstage einreiche, dann kann ich die ja nicht zweimal nehmen hier. Ja? Ja? Und der Engel sagt ja, 70 Wochen sind verordnet über dein Volk und über die heilige Stadt. Ja? Und dann wird alles Mögliche eintreten auch, wird eine ewige Gerechtigkeit gebracht und so weiter. Aber diese 7 und diese 62 und die eine Jahrwoche, das ist das, was der Engel eigentlich vorstellt. Ich zeige euch gleich nochmal, was der Engel da genau sagt. Klingt erst ein bisschen seltsam, dass man das so rechnet. Ja? Und die Frage ist ja auch die, warum kommt man genau auf Kyros und warum kommt man auf Antiochos Epiphanes? Was haben denn die zwei eigentlich so Wichtiges, dass der Engel auf den Daniel darauf aufmerksam macht? Und um das vorwegzunehmen, ich glaube, dass die beiden politischen Größen in der Endzeit wiederkommen. Ein endzeitlicher Antiochos und die Könige vom Euphrat. Die treffen doch in Israel in Hamageddon aufeinander. Das ist das, was der Engel dem Daniel zeigen will. Die werden das Land verwüsten, denn es kommt eine große Verwüstung. Und die Verwüstung wird bis zum Ende sein. Und es wird einen Gräuel der Verwüstung geben. Wo denn? In Israel. Das würde ja bedeuten, dass Israel in der letzten Jahrwoche komplett verwüstet werden wird. Ja, genau. Das haben die schon gemacht. Ja? Und das wird sich hier wiederholen. Das wird wiederkommen. Das ist die Nettobotschaft von dem, was der Engel da sagt, dem Daniel. Ja? Also er sagt in Daniel 9,24, 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Es geht um Israel. Ja? Es geht nicht um Deutschland, nicht um Europa. Es geht nicht ums Römische Reich, es geht um Israel. Es geht dort unten um dieses Land Israel, speziell auch nochmal um Jerusalem, weil er hier auch sagt, sind bestimmt über dein Volk und über Jerusalem, über deine heilige Stadt. Ja, das hat alles mit Israel zu tun. 70 Wochen sind natürlich, wisst ihr auch, nicht Wochen von Tagen, sondern Wochen von Jahren. Das kann man aus verschiedenen Stellen aus dem Alten Testament ableiten, will ich jetzt in diesem Detail drauf eingehen. Kann man aber sehen im Alten Testament. Ja? So, und diese 70 Wochen, die trägt man hier auf diesem christlichen Modell so ab, wie wir schon gesehen haben. Man nimmt hier 7 Wochen und 62 Wochen und diese eine Woche fängt bei Artaxerxes an, rechnet von dort bis Christus. Passt nicht genau, macht man aber passend. Ja. Jetzt sagt der Engel zu dem Daniel, so wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Hier steht eigentlich vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem zurückkehrt, Taschub. Hier steht ein Schub im Hebräischen. Ja? Will ich aber nicht so sehr aufs Detail reingehen, aber in meinem Buch habe ich das genauer erläutert auch. Und da steht dasselbe Schub, wie auch hier bei wiederhergestellt, 62 Wochen, kehr um. Kehr mit den 62 Wochen nochmal um. Vom Ausgehen des Wortes, dass Jerusalem wiederkommt, Schub, ja, kehr wieder um. Und 62 Wochen, sagt er, kehr wieder um und fang mit den 62 Wochen auch wieder dort an zu rechnen, wo du mit den 7 Wochen schon mal gerechnet hast. Aber das will ich nicht verwirren, ja. Also dieses Schub kommt zweimal hier im Vers vor, das ist auch interessant, ja, rein sprachlich, ja. Er sagt, so wisse denn und verstehe vom Ausgehen des Wortes, da gibt es ein Wort Gottes, das geht aus, dass Jerusalem wiederkommt, wiederhergestellt und gebaut wird, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, so wird übersetzt allgemein, den Fürsten sind 7 Wochen und 62 Wochen, Punkt. 7 Wochen und 62 Wochen, bis auf den gesalbten Fürsten, ja. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. So übersetzt man das, ja. Und dann geht es weiter. Und er, dieser kommende Fürst, wird einen festen Bund mit den vielen, nicht mit Israel, sondern mit den vielen schließen. Ja, warum schließt er den Bund mit den vielen? Weil der Norden Israels sich vom Süden Israel abgetrennt hat.
Und der Norden Israels hat in dieser Zeit, weil das alles so hektisch vor sich geht, gar keine Zeit mehr, ein funktionierendes Staatswesen zu gründen. Judikative, Exekutive, Legislative, Polizei, Militär, das überschlägt sich alles. Der Norden ist nur noch eine unorganisierte Struktur, eine Menschenmenge, die nur eine Sache eint, und zwar nicht mehr mit dem Süden zusammen zu sein, nicht mehr mit dem Süden Israels. Das war schon mal, das haben wir schon mal gehabt bei dem Rehabeam, dem Sohn von Salomo, und das erwarte ich wieder. Und diese vielen, diese unstrukturierten Menschenmenge im Norden Israels, das sind die vielen. Ja? Und die wissen nicht, wohin mit sich. Die wissen auch, dass die Situation jetzt schlimm ist, weil ihr Staat ist zerbrochen. Das ist für die Zionistischen oder für die Israel-Freunde ist das ein Riesendrama. Und da wehren die sich auch gegen. Die wollen da überhaupt gar nichts wissen von, weil Israel sehr idealisiert wird. Aber ich glaube, dass das kommt. Warum? Weil der Engel sagt, es wird eine Verwüstung geben. Es wird eine Verwüstung geben, die bis zum Ende dauert. Und es wird ein Gräuel der Verwüstung geben. Das sagt Daniel. Ja? Und das blendet man aber immer aus, wenn es um Israel geht, weil man Israel so idealisiert. Und der kommende Fürst, der wird einen Bund schließen mit den vielen, weil er einen Bund schließt mit dem Norden Israels. Denn der kommende Fürst, glaube ich schon, ist der Antichrist. Aber ihr bekommt immer gesagt, der große, mächtige, starke, weltweit agierende Antichrist macht einen Bund mit dem kleinen, schwachen Israel. Ja? Das ist so die gängige Auslegung. Aber die Bibel sagt, der Antichrist, der ist am Anfang ein kleines Horn, ein Hörnchen, ein schwacher Antichrist. Warum? Weil Syrien so zerdeppert worden ist und zerbombt und zerpflügt worden, dass nur noch Damaskus als kleines Hörnchen übrig ist. Und der sucht auch einen Koalitionspartner. Ja? Der braucht den Norden Israels. Und der Norden Israels sucht auch jemanden, mit dem er sich zusammenbinden kann. Das heißt, die binden sich zusammen aus einer gleichwertigen Situation. Ja? Er wird einen festen Bund mit den vielen schließen, mit dem unorganisierten Norden Israels, werden die in ein Bündnis miteinander gehen. Aber dieser kommende Fürst schließt dieses Bündnis nicht aus einer Position der Überlegenheit, sondern aus einer Position der Schwäche. Der wird natürlich sehr schnell groß, unerwartet groß. Der wird so groß werden, wie der Antiochus Epiphanes war. Und der wird auch Ägypten erobern. Das kennt ihr jetzt schon. Der Antiochus wollte ja nach Ägypten runter und die Römer haben gesagt, nein, nein, du gehst nach Hause, ja? Du wirst Ägypten nicht erobern. Aber der Antichrist, der wird das tun. Der wird von Syrien aus auch Ägypten erobern und unerwartet schnell groß werden. Aber zu Beginn ist er klein. Wir haben ein sehr statisches Denken für die Endzeit, aber die Endzeit ist hochdynamisch. Diese 7 Jahrwochen, da passieren ganz, ganz viele Dinge. Das läuft so schnell ab hintereinander, ja, dass man das kaum noch auf die Reihe kriegt. Aber dieses Bündnis hier, glaube ich ganz bestimmt, weil das ist ja am Anfang der 70. Jahrwoche, da ist dieser kommende Fürst, dieser Antichrist noch klein und schwach und er macht einen festen Bund mit den vielen, den schließt er, und zwar für eine Woche. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Das heißt also, hier haben wir 7 Wochen in Daniel 9, 25 und 62 Wochen da und da. Und im Vers 27 haben wir dann noch die fehlende letzte Woche hier. Ja? Nur um zu zeigen, es geht um, das sind 70 Wochen. Und die teilt man halt so auf, dass man von Artaxerxes aus rechnet und sagt, nach 7 Jahrwochen war Jerusalem fertig gebaut. Nach 32 nach Christus kam Jesus Christus und hier in der Endzeit kommt dann der Antichrist und dann fängt hier das 1000-jährige Reich an. Ja? Warum sagt man, dass hier Jerusalem fertig gebaut worden ist? Naja, weil der Engel ja sagt, vom Ausgehen des Wortes, dass Jerusalem wiederhergestellt und gebaut wird, bis auf den Messias, den Fürsten, sind es 7 und 62 Wochen. So ist die gängige Übersetzung. Die Rabbiner sagen, was ist denn das für eine Zahl? Es gibt es überhaupt nicht, 7 und 62. Man sagt 69. In keiner Sprache der Erde ist 69 Jahrwochen in 7 und 62 Wochen unterteilt. Und vor allem nicht in unserem Hebräisch. Und das kennen wir gut, das ist ja unsere Bibel, sagen die dann. Ja? Und die kritisieren das, was die Christen machen. Aber weil man unbedingt, und das ist das Ziel, was man vorgegeben hat, weil man hier auf Jesus Christus kommen will, deswegen hat man diesen Beginn, diesen Zeitpunkt als Beginn gewählt. Und jetzt muss man aber den Zuhörern erklären, warum diese Frist hier unterbrochen ist und unterteilt in 7 und 62 Wochen.
Warum sagt der Engel nicht vom Ausgehen des Wortes, dass Jerusalem wiederhergestellt und gebaut wird, bis auf einen Fürsten, bis auf den Messias, bis auf den Gesalbten, sind 69 Wochen? Das wär doch eine Aussage. Ja? Aber das steht im Text irgendwie nicht. Im Text steht, das sind es 7 Wochen und 62 Wochen. Jetzt gibt es unterschiedliche Übersetzungen, weil das Hebräische ist so kurz und so knapp, dass man das, und das Deutsche ist so exakt, ja, dass man das, was man im Hebräischen steht, im Deutschen nicht auch so offen übersetzen könnte, sondern im Deutschen hat man Satzzeichen, man hat Kommata, man kann das unterteilen, man kann das sehr fein auch ausformulieren. Und jetzt ist es so, dass man natürlich, weil man bis auf Jesus Christus rechnen will, von Artaxerxes, weil man jetzt die 7 Jahrwochen und die 62 Jahrwochen miteinander addieren will, deswegen übersetzt man das so, dass das in einem Satz übersetzt wird. Das ist dieser Satz. Der Punkt hier ist hinter 62 Wochen. Man möchte die 7 Wochen und die 62 Wochen in einem Satz haben. Ja? Weil man glaubt, dass man dann die Begründung hätte, warum man 7 und 62 addieren darf und dann bis Jesus Christus rechnen kann. Wenn ihr eine Brockhaus-Bibel habt, in der Brockhaus-Bibel ist das anders übersetzt. Das hier ist die Übersetzung von CLV, Hückeswagen, die sanfte Revision von Hückeswagen. Das ist keine andere Übersetzung, sondern man hat das nur eine sanfte Revision genannt. Was das sein soll, weiß ich nicht genau. Ja? Aber es gibt halt die Brockhaus-Elberfelder Bibelübersetzung jetzt und es gibt die sanfte Revision von Hückeswagen. Und der Roger Libby zum Beispiel, der nimmt diese sanfte Revision von Hückeswagen, weil Libby diese Rechnung hier zeigen will. Und der will, dass der Punkt hier hinter 62 Wochen steht. Die Brockhaus-Bibel übersetzt anders. Die sagt, vom Ausgehen des Wortes, dass Jerusalem wiederkommt, bis auf den Messias, den Gesalbten, sind 7 Wochen. Punkt. Und 62 Wochen lang werden Straßen und Gräben wiederhergestellt und gebaut werden. Ja? Das heißt also, bei der Brockhaus-Übersetzung, die diese Berechnung nicht unbedingt im Hinterkopf hat, sondern der Brockhaus versucht, das linguistisch sauber zu machen, der macht nach 7 Wochen einen Punkt, weil da im Hebräischen ein bestimmtes Zeichen steht, ein Etnach, ein Kantilationszeichen, weil man diese Texte auch singen können sollte. Ja, das sind aber Zeichen, die im 11., 12. Jahrhundert von den Rabbinern, und zwar nach Christus, ja, von den Rabbinern in den Text eingefügt worden sind, im Mittelalter, im christlichen Mittelalter, nachträglich eingefügt worden sind. Aber der Brockhaus sagt, dieses Etnach macht eine bestimmte Zäsur und der übersetzt jetzt vom Ausgehen des Wortes, dass Jerusalem wiederkommt, bis auf einen Gesalbten sind 7 Wochen, Punkt. Dann müsste aber nach 7 Wochen schon der Messias kommen. Ja? Aber das passt ja nicht. Also das, was Brockhaus da übersetzt, das kann man irgendwie nicht nachvollziehen historisch. Und jetzt versucht Libby, und zwar durchaus auch mit einer gewissen Berechtigung, ja, versucht und sagt, okay, wir lassen das Etnach hier nicht hier eine Trennung vornehmen, weil das Etnach an anderer Stelle Bibelverse auch nicht auseinander trennt. Er nennt auch Beispiele dafür. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und da steht dann, am Anfang schuf Gott Etnach, Himmel und Erde. Ja, und er sagt, trotzdem wird dieser Vers nicht getrennt, weil ein Etnach da steht. Weil die auch dort ein Kantilationszeichen nachträglich eingefügt haben, die Rabbiner. Ja? Sondern er sagt, es ist ja auch ein Vers. Warum soll ich also hier hinter 7 Wochen eine Trennung machen? Ich möchte, dass diese 7 und 62 Wochen in einem Satz stehen, damit ich das hier so rechnen kann. Und er schimpft dann so ein bisschen, ja? Und sagt, wieso haben die Brockhaus-Leute das so übersetzt? Das ist ja historisch nie so gewesen, dass nach 7 Wochen der Messias, der Gesalbte, gekommen wäre. Ja gut, sagen die Leute, was ist denn dann in deiner Rechnung nach 7 Wochen passiert? Da ist Jerusalem fertig geworden. Okay, dann schauen wir uns das an. Die sagen, dass nach 49 Jahren Jerusalem fertig gebaut worden wäre. Man muss jetzt halt begründen, warum man hier 7 Jahrwochen hat und da 62 und warum da nicht 69 einfach genannt wird, sondern warum diese 70 Jahrwochen in solche Fristen unterteilt werden. In 3 Fristen. Und man will die ersten 2 will man addieren. Und der Johannes Vogel aus der Schweiz, das ist der Sohn vom, nee, der Johannes Pflaum ist dann, doch, der Johannes Pflaum ist der Sohn vom Linhard Pflaum. Linhard Pflaum war lange der Leiter von Bad Liebenzell, von der Bad Liebenzeller Bibelschule. Ja? Und der Sohn von ihm ist auch in der Schweiz und er sagt, wir wissen nicht,
warum der Engel die 70 Jahrwochen in drei Fristen unterteilt hat. Und wir wissen auch nicht genau, warum wir die zwei hier addieren sollen, aber wir machen das einfach mal so, weil wir das immer schon so gemacht haben. Das ist die offizielle Begründung, könnt ihr nachlesen, ja? Ich habe das auch gezeigt. Er sagt, wir wissen nicht, warum wir das tun, aber wir machen das einfach. Also jemand, der einen Blinddarm operieren will. Ja? Und er sagt, wir wissen jetzt nicht genau, jetzt der Bauch ist schon mal auf. Wir wissen nicht genau, was wir, aber wir machen einfach mal was. Das geht meistens schief, oder? Also da möchte man kein Patient sein. Aber das ist die Begründung, die man da hat. Ja? Ich will euch nur zeigen, manches ist einfach fadenscheinig. Das wird vorgestellt und das hat sich verfestigt als Auslegung. Und das vertritt auch jeder. Und wenn ich das angreife, dann schimpfen mich die Leute. Aber ich sage, ihr müsst auch ein bisschen überlegen, was ihr da tut. Und schaut mal, der Johannes Vogel, Johannes Flaum, der sagt, der gibt es ja auch zu, dass er nicht weiß, was er da tut. Ja? Und er relativiert das auch schon. Also man merkt auch bei ihm, dass er nicht mehr so sehr überzeugt ist von dem, was er tut. Ja, man kann das auch nachlesen. Also die merken schon, das, was sie hier tun, ist nicht ganz, ganz stichhaltig. Ja? Aber sie rechnen es halt. Und sie rechnen dann bis auf Jesus, weil das nur von Artaxerxes aus funktioniert. Und dann kommt Antichrist, Millennium und das ist die Struktur, die man dann zeigt. Und man fasst diese 67 zu 69 Jahrwochen zusammen, weil man das ja vorher geschafft hat, das in einen Satz zu packen. Ja? Jetzt schauen wir uns den Text nochmal an. Der Daniel sagt, 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt. So wird dem Übertreten gewährt und die Sünde abgetan und die Missetat versöhnt und die ewige Gerechtigkeit gebracht und die Gesichter und Weissagungen versiegelt und ein Hochheiliges gesalbt werden. Nach 70 Jahrwochen. Nicht nach 69. Ja, weil viele sagen ja, als Jesus gestorben ist, da ist auch ein Hochheiliges gesalbt worden, da ist die Missetat auch versöhnt worden. Ja, sage ich, stimmt. Aber Jesus ist dann nicht nach der 70. Jahrwoche gekommen. Ja, habt ihr vergessen, was ihr gelesen habt? Ihr sollt doch aufs Wort achten. Nicht wie die Eva. Ja? Ihr müsst aufs Wort, ihr müsst genau hören, was da steht. Jetzt sagt der Daniel, so wisse nun und merke, von der Zeit an da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll gebaut werden, bis auf, eigentlich steht da einen Gesalbten, einen Fürsten, sind 7 Wochen. Jetzt habe ich die andere Übersetzung, Semikolon. Und 62 Wochen lang, so werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wiewohl in kümmerlicher Zeit. Das ist jetzt eine andere Übersetzung, die macht hier nach den 7 Wochen ein Semikolon, weil man dieses et nach damit simulieren will im Deutschen. Ja? Aber Libby sagt, das darf man nicht so übersetzen, weil dann funktioniert meine Rechnung ja nicht mehr. Ich will ja 62 Wochen addieren und nach 7 Wochen ist der Messias ja überhaupt nicht gekommen. Ja? Das ist die Krux, die man hat und man kommt mit dem Text irgendwie nicht klar. Also man hängt da zwischen allen und es ist noch schlimmer, auch die grammatische Situation ist noch viel schlimmer, weil da perfekt mit imperfekt vermischt wird, dritte Person feminin singular mit zweiter Person maskulin vermischt wird. Das geht da drunter und drüber. Ja? Man kann das irgendwie nicht greifen, was da passiert in diesem Text. Aber die Auslegung hat sich so verfestigt, weil es jeder so macht. Und dann sagt man irgendwann, die Auslegungstradition ist halt so und in Ermangelung von etwas Besseren bleibt man irgendwie dabei. Ja, und das hat sich dann, und der Gelehrtenstreit ist groß. Ich habe also einige Bibelübersetzer angeschrieben und einer sagt zu mir, da will ich überhaupt nicht rühren dran. Ja, ich habe gesagt, würden Sie sich das nochmal anschauen hier mit der Sache? Und dann sagt er also, für so Feinheiten bin ich nicht zuständig. Da hat die ganze Bibel übersetzt. Aber er hat sich ganz daraus gehalten, weil er sagt, der Streit ist so groß unter den Gelehrten, wie dieser Vers hier übersetzt werden soll, ja. Dass man überhaupt nicht weiß, wo man hier sein Semikolon hinsetzt, ja, und wie das auszulegen und zu berechnen ist, dass da herrscht Hilflosigkeit. Also er sagt, so wisse nun und merke, von der Zeit an da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wiederum gebaut werden, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, Hamashiach Hanagit. Kennt ihr den Begriff? Das sagen viele Israel-Freunde. Hamashiach, der Messias, Hanagit, der Fürst. Ha ist der bestimmte Artikel. Haaretz, die Welt. Eretz ist das Land, die Welt, ja, die Erde. Haaretz ist wie im Englischen die Welt, ja. So ist der Haaretz. Hamashiach, der Mashiach, der Messias. Haalma, die junge Frau. Bestimmter Artikel. Aber im Hebräischen steht nicht der bestimmte Artikel. Im Hebräischen steht gar kein Artikel.
Man müsste eigentlich richtigerweise übersetzen, von der Zeit an, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll, bis auf einen Gesalbten, einen Fürsten. Eigentlich müsste man übersetzen, bis auf einen gesalbten Fürsten, weil das ein Adjektiv ist. Ja? Die Rabbiner schimpfen die Christen und sagen, im Hebräischen steht dort an anointed, sagen die, ein Gesalbter, aber das ist ein Adjektiv. Und ihr übersetzt das Mashiach, Capital M, mit großem M. Ihr macht aus einem Adjektiv ein Hauptwort. Aber eigentlich steht hier nur ein gesalbter Fürst. Nicht der Gesalbte, der Fürst. Ja? Das heißt, wenn man ins Hebräische zurückgeht, und ich kann das auch nur über Software, weil ich ja des Hebräischen nicht mächtig bin, ja? Aber man kann das deutlich sehen in den Texten. Im Buch habe ich das auch im Detail alles da aufgedröselt. Da steht nicht Hamashiach Hanagit, den Begriff gibt es nicht. Hier steht nur, bis auf einen gesalbten Fürsten sind 7 Wochen, Semikolon, und 62 Wochen, so werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wie wohl in kümmerlicher Zeit. Wo wir gerade hier beim Thema sind, ich nehme das etwas vorweg jetzt, ja? Ich glaube, dass man den Satz so übersetzen muss. Von der Zeit an, da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem zurückkehrt und gebaut wird, bis auf einen gesalbten Fürsten sind einmal 7 Wochen und einmal 62 Wochen. Und zwar vom gleichen Zeitpunkt. Einmal 7 Wochen bis auf einen gesalbten Kyros. Kyros ist doch der Gesalbte Gottes, Jesaja 45. Schauen wir uns gleich an. Und Tashub, kehre um. Kehr wieder zurück an den Anfang und auch einmal 62 Wochen. Warum? Weil da 2 kommen, 2 gesalbte Fürsten. Und zwar nicht Messias-Fürsten, sondern gesalbt wurden Könige. Kyros wurde zum König gesalbt. Auch Hazael von Syrien sollte gesalbt werden, oder? Es war ein syrischer, ein fremder, heidnischer Herrscher, der sollte gesalbt werden. Von Elia, ja? Oder Elisa, ja? Von Elisa. Das heißt also, Salbung ist eigentlich das, wenn ein König gesalbt wird. Natürlich auch, wenn ein Priester gesalbt wird und eingesetzt wird ins Amt. Aber Salbung ist die Einsetzung zum König. Von einem Herrscher zu einem König. Ja? Von einem Nagid, einem Fürsten, ein gesalbter Fürst wird zum König gesalbt. David wurde gesalbt. Salomo wurde gesalbt. Hazael von Syrien sollte gesalbt werden. Kyros war ein Gesalbter. Ja? Und Antiochos. Aber das ist schwierig zu verstehen. Ja? Hier steht nämlich noch ein kleines Wörtchen, und zwar dieses Wieder, dass nämlich von der Zeit an, dass Jerusalem gebaut werden soll, bis auf einen gesalbten Fürsten sind einmal 7 Wochen und noch einmal 62 Wochen. Weil hier dieses Wörtchen wieder gebaut ist dasselbe Wort im Hebräischen, wieder, wie das hier, wiederum gebaut. Das ist beides mal das Wörtchen Schub. Oder Schuf. Die Juden sagen, wenn sich jemand bekehrt, Tashuf. Tashuf ist Umkehr. Kehr um. Tu Buße. Tshuva. Ja? Das ist im Hebräischen ganz, ganz bekannter Begriff. Wenn euch da ein bisschen im amerikanischen YouTube irgendwo rumtummelt, dann findet ihr das oft. Tshuva machen. Das kommt von Schuf. Kehr um. Ja? Abraham sagt zu den Knechten am Berg Moria, wie ich und der Knabe werden jetzt rübergehen zu dem Berg und wenn wir angebetet haben, dann werden wir wieder Tashuf. Dann werden wir wieder zurückkommen. Shea Yashub heißt, ein Überrest wird umkehren. Jesaja 7, Jesaja 8. Das ist dasselbe Wort wie hier. Jerusalem soll wiederum gebaut werden. Dieses wiederum und dieses wieder, das ist beides mal Schub. Shuva, Tashub, kehr um. Wer kehrt hier um? Jerusalem kehrt wieder um. Jerusalem kommt wieder zurück. Von wo? Aus der Gefangenschaft. Ja? Und mit der Berechnung von den 62 Wochen, da musst du auch umkehren. Du musst mit den 62 Wochen wieder umkehren an den Anfang von den 7 Jahrwochen und von dort nochmal rechnen. Und dann kommst du auf jemand, der in Kapitel 10, 11, 12 so groß beschrieben wird. Antiochus. Das ist es. Ja? Das ist das, was ich so versuche nachzuweisen. Jetzt hat man aber das Problem, dass man hier seine Satzzeichen gesetzt hat, 7 Wochen. Ja? Und jetzt hat man hier, schreibt man, und 62 Wochen, Tashuf müsste ja eigentlich stehen.
Im Hebräischen steht, und 7 Wochen, etnach, Taschuf, 62 Wochen. Gassen und Mauern werden gebaut, wie wollen, in kümmerlicher Zeit. Ja? Weil man den Gedanken aber nicht hat, geht man her und schiebt dieses Taschuf, was hier oben zu den 62 Wochen gehören sollte, schiebt man ganz nach hinten hier bei die Gassen und Mauern und sagt, die sollen wieder gebaut werden. Nein, nicht Gassen und Mauern werden wieder gebaut. Das wieder gehört zu den 62 Wochen. Kehr wieder um mit den 62 Wochen. Taschub, Schuf, wohin umkehren? Na, wo du schon mal angerechnet hast mit den 7 Wochen, angefangen zu rechnen. Mach das nochmal. Das ist der Gedanke. Und ich habe das monatelang, habe ich das hin und her bewegt und habe das mit der Rechnung finden dürfen, sage ich mal. Und habe das dann auch aufgezeichnet und habe das wieder im Internet nachgelesen und in das Hebräische rein und habe mir das so zusammenklamüsert. Habe in Heidelberg irgendwelche Universitätsangehörige angeschrieben, habe gesagt, können Sie mir bitte helfen bei der Übersetzung von dem Taschub. Habe in Pforzheim einen Freund gefragt, der hat mir dann Kontakt gemacht zu jemandem, der Hebräisch konnte. Und habe da wie so ein Trüffelschwein überall rumgewühlt. Wo kriegt man denn da was? Wo kriegt man da was? Was Greifbares, ja? Und dann habe ich den Text nochmal gelesen und habe gesehen, im Hebräischen steht kehr um. Dieses wieder, dieses Taschub, das steht ja hier nochmal. Und es steht im Hebräischen in Verbindung mit 62 Wochen. Und jetzt wird es ganz spannend. Dieses Taschub, dieses wieder, steht in der zweiten Person maskulin. Du, Daniel, kehr um mit der Berechnung der 62 Wochen an den Anfang. Ja? Die Übersetzer übersetzen aber nicht zweite Person maskulin, du wirst umkehren, sondern sie übersetzen dritte Person feminin, sie wird umkehren. Wer sie? Ja, keine Ahnung wer. Vielleicht Jerusalem. Ja, Gassen und Mauern. Das heißt, diese Gassen und Mauern, da ist Gassen, eigentlich steht da Platz und Graben. Aber Gassen und Mauern, da ist Gassen maskulin und Mauern ist feminin. Und dann nehmen sie das wieder als dritte Person feminin, beziehen das auf Mauern. Aber auf Gassen würde es nicht gelten. Also glauben sie, es reißt irgendwie, geht es um Jerusalem. Und dann nehmen sie hier wieder gebaut und hier auch wiederum gebaut. Jetzt versteht er, warum die so übersetzen hier oben. Hier steht aber eigentlich von der Zeit, da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem wiederkehrt und gebaut wird. Weil aber hier Taschub steht und hier auch, versuchen Sie das gleich zu übersetzen. Wiederum gebaut und wieder gebaut. Und dann nehmen Sie dritte Person feminin, Singular. Sie wird wieder gebaut. Aber da müsste eigentlich doch ein Plural stehen, weil es sind ja Gassen und Mauern, sind ja zwei. Dieses Taschub steht im Singular. Warum steht das denn im Singular? Weil da Daniel mit gemeint ist. Du, Daniel, kehr um. Hier steht: So wisse nun und merke, das ist auch zweite Person maskulin Singular. Warum? Weil der Engel den Daniel anspricht. Und im ganzen Vers gibt es nur die zweite Person maskulin Singular. Du Daniel, wisse nun, du Daniel, merke auf. Du Daniel, kehr wieder um mit den 62 Wochen. Dann wird's rund. Und das hat mich, ich war vollkommen geplättet da an meinem Schreibtisch. Ich habe gesagt, ich habe das monatelang gerechnet und von Artaxerxes und von Darius und von Kyros ausgerechnet und dann bis auf Antiochos und es wieder liegen lassen und ein paar Wochen gewartet und dann wieder aufgegriffen. Und habe ich gesagt, es passt, aber die Rechnung passt nur so. Ich bin ja ein Architekt, ich muss ja rechnen, ja? Und dann hat es mich irgendwann ins Hebräische verschlagen und ich sage, Moment, da steht ja, kehr um mit deiner Rechnung. Also das, was ich gerechnet habe, das steht im Text. Das fand ich heftig. Ja? Und das hat mich total bewegt. Und dann kann man auch, dann geht es gar nicht um ein Etnach oder eine Kommasetzung oder so. Das fällt alles hinten runter, das ist alles gar nicht so wichtig. In diesem Vers gibt es nur einen Fall, einen Kasus. Du Daniel, wisse, du Daniel, merke auf, du Daniel, kehre wieder um mit den 62. Das ist durchgängig imperfekt, nicht perfekt mit imperfekt gemischt. Das ist alles zweite Person Singular, zweite Person Maskulin Singular. Und das bezieht sich auf den Daniel. Und plötzlich ist das Ding rund. Ja? Das heißt, nach Monaten, als ich diese ganzen Zeitstrahlen da aufgeschrieben habe und so weiter, komme ich eigentlich zu dem Ergebnis, dass das im Text steht, was ich da gemacht habe. Und dass die Übersetzer, wenn sie hier dieses Taschub von den 62 Wochen weglösen und hier an Gassen und Mauern anhängen
und aus dem zweite Person Maskulin Singular zweite Person Feminin Singular machen und hier raus ein Imperfekt machen, damit es zu Gassen und Mauern passt und zu dem gebaut. Habe ich gesagt, was macht ihr Übersetzer denn da? Das ist ja linguistisch übersetzt, das ist vollkommen falsch. Das ist grammatisch falsch. Und das habe ich dann an einen Übersetzer geschickt, das schneide ich jetzt raus, ja. Und dem habe ich das geschickt, dieses Buch da mit einer kleinen Grafik vorne drauf, mit dem Taschub und mit den zeitlichen Achsen und so weiter. Ich muss sagen, vorher habe ich ihn angesprochen, habe gesagt, könnten Sie mir helfen? Ich habe hier was gefunden, aber das ist mir zu schwer. Ich bin ja kein Hebräer. Ich kann das mit Software, kann ich das übertragen und übersetzen. Und ein bisschen grammatisches Verständnis habe ich auch. Aber mir fehlt Sprachgefühl. Das haben Sie. Könnten Sie mir helfen bei dem Daniel 9 mit dem Schub, mit dem Taschub? Dann sagt der Herr Klein, ja, ich habe da keine Zeit für und bitte Sie, ganz freundlich hat er geschrieben, ja, bitte Sie da um Verständnis für. Wir kommen mit unserer Übersetzung auch erst in ein paar Jahren zum Daniel. Und von daher, ich habe da im Moment keine Zeit für. Dann sage ich vielen Dank für Ihre freundliche Antwort. Aber ich schicke Ihnen trotzdem mal was zu, weil manches braucht ja auch Zeit, für, auch bei Ihnen, dass Sie das gedanklich durcharbeiten. Ich schicke Ihnen trotzdem mal so eine PDF-File zu mit der Grafik. Und dann schreibt er mir zurück, ich kann euch die Mail zeigen, sehr geehrter Klein, vielen Dank für Ihr Schreiben, das habe ich noch nicht gesehen. Das ist mir neu. Der übersetzt die Bibel. Das, sagt er, finde ich hochinteressant, weil das historisch stimmt. Das gefällt mir bei der evangelikalen Auslegung bisher nicht, weil das historisch nicht schlüssig ist. Warum? Weil die sagen, nach 7 Wochen wäre Jerusalem fertig gebaut worden. Das ist einfach falsch. Ich meine, wann ist denn eine Stadt fertig? Wenn das letzte Grundstück bebaut ist oder die Städte wachsen immer, ja, das ist ja in Bewegung. Und vor allem ist Jerusalem nicht 49 Jahre später erst fertiggestellt worden, sondern 2 bis 3 Jahre später. Das ist auch einfach, das ist immobilienwirtschaftlich falsch, das ist zeitlich falsch, das ist historisch falsch. Und das wird alles so zusammengebastelt, damit es irgendwie passt. Ich sage euch aber das nur euch hier, ich darf das nicht öffentlich machen. Ja? Der hat zu mir gesagt, das finde ich spannend und wir werden das in der Pro-Exegese zur Übersetzung von Daniel berücksichtigen. Das, mehr kann man nicht verlangen, oder? Ich meine, der sagt, das ist hochspannend, ich kenne das noch nicht, sagt er. Und der beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit den Texten. Und der sagt, das ist aber rund, das mit dem Taschub, das wusste ich noch nicht, ja? Und der legt das jetzt ab und dann habe ich ihm nochmal was geschickt und er sagt, Herr Klein, danke schön für die Zusendung, ich habe das alles bei mir hinterlegt, wir werden das, wenn wir soweit sind, berücksichtigen. Ich hoffe und bete, dass das nicht noch Jahre dauert. Ja? Wäre natürlich toll, wenn die sich zusammensetzen. Wenn die anfangen, das so zu übersetzen, weil die den Sinn verstehen von dem, was da ausgedrückt werden soll, deren Interesse ist ja, dann müssten die Exegeten nachziehen, aber dann hätte man eine Übersetzung, die das so übersetzt. Und die dann stimmig wäre. Und die Übersetzer müssen sich ja nicht korrigieren, weil die 20 Jahre lang das Römische Reich da reingelegt haben, sondern die wollen ja gerne eine gute Übersetzungsarbeit abliefern. Die wollen ja nicht ein Perfekt mit einem Imperfekt mischen. Und ein Feminin mit einem Maskulin hier mit Gassen und Mauern. Das passt denen ja überhaupt alles nicht. Und die wissen, wir wissen aber nicht, wie wir das anders machen sollen. Ja? Und in so ein Wespennest steche ich jetzt natürlich rein. Und das kann ich nur, weil mich da niemand von der Sache bezahlt. Ja? Das ist natürlich eine tolle Sache, dass man das so tun darf. Ja? Das heißt also, der Vers, den könntet ihr jetzt so lesen, so wisse nun und merke, du Daniel, zweite Person Maskulin, von der Zeit an, da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem wiederkommt und gebaut wird, bis auf einen gesalbten Fürsten sind es einmal 7 Wochen und Taschub, kehr damit um, 62 Wochen. Gassen und Mauern werden gebaut werden, wiewohl in kümmerlicher Zeit. Dann fehlt das wieder, ist dann hier weg. Und es gibt so Übersetzungen. Also die teilweise Satzteile so übersetzen. Das kann man sehen. Das heißt, der Text würde die Berechnung unterstützen. Und die Übersetzer, ihr vergesst das wieder, wer das war. Ja? Ich würde das gerne öffentlich machen. Weil das natürlich der Sache Seriosität gibt. Das sind ja Leute, die die Bibel verantwortlich übersetzen und die geben mir recht. Das heißt, das, was ich hier sage, ist nicht ausgedacht, sondern das stimmt. Wie hat denn Luther das übersetzt? 1912er. Warte, kann ich schnell gucken. Aber so ähnlich auch wie der, warte schnell, ich gucke schnell nach. Sage ich auch nichts falsch. Der schreibt... So wisse nun und merke, von der Zeit an, da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wiederum gebaut werden, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen.
Semikolon. Und 62 Wochen, so werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wie wohl in kümmerlicher Zeit. Bitte? Das, was da steht. Ja, so macht das auch. Man könnte hier sogar sagen, wenn man die Satzzeichen weglässt, was man darf im Hebräischen, ja? Von der Zeit an da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wiederum gebaut werden, bis auf einen gesalbten Fürsten, sind 7 Wochen, Semikolon, und wiederum 62 Wochen. Ja, mehr sage ich ja nicht. Und in meiner Variante wird kein Perfekt mit dem Imperfekt vermischt. Ja, wird kein Plural mit dem Singular vermischt. In meiner Variante wird etwas ganz anderes, das ergibt sich ganz ungezwungen. Und Roger Libby, sorry, ja, ich will den Mann auch nicht disqualifizieren oder so, ja, das ist ein lieber Bruder für mich. Ich zitiere den nur immer, weil der die Instanz ist. Ich muss jetzt ja beweisen, was ich sage, ja. Und ich würde, wenn ich jetzt irgendeinen Pastor nehme aus irgendeiner kleinen Gemeinde, das wäre ja unfair. Aber er ist die Instanz, tritt öffentlich auf, er hat Hunderttausende von Aufrufen, den darf man zitieren, das kann der auch aushalten. Ja? Das darf man. Es geht ja nicht darum, den persönlich zu beleidigen, habe ich ihm auch geschrieben. Ja? Sag ich, Dr. Liebe, ich schätze Sie als Bruder, ich will Sie nicht ärgern, ich will Sie auch nicht, das weiß der. Ja? Aber ich zitiere den, weil es hier um Gottes Wort geht und er ist die Instanz. Und er sagt halt, dass hier nach den 7 Wochen das Etnach zwar nach den 7 Wochen steht, aber den Vers nicht trennt. Und er will 7 Wochen und 62 Wochen in einem Vers haben, weil er damit diese Rechnung, ich überspringe das jetzt mal ein bisschen, weil ich geplaudert habe, ja. Springt er noch? Ja. Er will gerne diese 7 und diese 62 Wochen in einem Satz haben. Und das ist halt bei der Brockhaus-Übersetzung nicht der Fall. Denn die Brockhaus-Übersetzung würde dann ja sagen, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen. Dann wäre es bis zu Jesus Christus ja nur 49 Jahre gewesen, ab Artaxerxes. Und das ja, kann man nicht mit anfangen mit der Übersetzung. Aber ihr versteht ein bisschen jetzt die Problematik, die dahinter liegt und wie viel Druck da auf dem Kessel ist. Ja? Das ist ein ganz großes, ganz heftiges Problem. Auf dem Kessel? Ja. Ja. So, der übliche Rechenweg. Jetzt wird es ein bisschen plastischer, das mit dem Text ist ein bisschen trocken, ja. Jetzt wird es ein bisschen grafisch, ja. So, also man rechnet von Artaxerxes im Jahr 445, 49 Jahre, sagt, dass hier Jerusalem wieder gebaut wurde und rechnet dann bis auf Jesus Christus im Jahr 32 nach Christus. Wenn man das tut, dann kommt man aber, wenn man ehrlich rechnet und rechnet hier diese 483 Jahre, dann kommt man ins Jahr 38 nach Christus. Und das ist ja viel zu lang. Wir wollen doch, bitte? Mondjahre meinst du, oder? Ja, genau, da geht es um Mondjahre und Sonnenjahre. Dankeschön, ja? Ja? Lunisolare Jahre hat man dann da irgendwo angegeben, weil man rechnet das um in Tage und dann wieder in Jahre. Ja? Das ist so Kaninchen aus dem Zylinder, ja? Ja? Ich finde das nicht seriös, was da. Aber man hat ja nichts anderes, ja? Man hat nichts anderes, ja? Okay, also wenn man das rechnet, dann würde man hier diese 49 Jahre mit den 434 Jahren addieren müssen, ja? Und dann kommt man auf 483 Jahre. Und wenn ich 483 Jahre hier nehme, von den 483 Jahre, dann muss ich 483 minus 445 ist 38, oder stimmt das? Ja. Kann man rechnen, ja? Ich komme nicht ins Jahr 32 nach Christus. Aber aus bestimmten historischen Gründen, wegen römischer Kaiser etc., kann Jesus nicht im Jahr 38 nach Christus gestorben sein. Ja? Ja? Bitte? Das geht sie nicht aus. Ja, das geht sie nicht aus. Ja? Das kann ich auch verstehen. Ja? Das passt nicht. Jetzt muss man es passend machen. Warum? Weil man ja ein vordefiniertes Ziel hat. Wir wollen ja hierhin. Also rechnet man das um und verkürzt die Frist. Ja, Moment mal, das waren aber doch 762 Wochen, jetzt verkürzt man die einfach und macht daraus nur noch 69, also keine 69 Jahrwochen, sondern 476 Jahre, keine 483, sondern nur noch 68 Jahrwochen, damit es hier reinpasst. Aber das hat der Engel doch nicht gesagt. Ja, das ist immer das Problem, dass man Dinge tut, die nicht gesagt worden sind, weil man etwas will, was nicht geschrieben steht. Ja, und das haben wir hier auch wieder. Da läuten die Glocken, gell? Ja? Das heißt also, das ist ja eigentlich hingefuscht. Fusch am Bau. Das dürfen wir uns nicht erlauben als Architekten. Wir haften dafür, ja? Da kriegst du richtig Ärger mit dem Bauherrn, wenn du sowas machst.
ja, Fundamentschwächer machen oder Wände dünner und so, Decken dünner betonieren, da hängen die nachher durch und so. Ne? Und das passiert hier auch, ja? Das darf man ja nicht tun. Aber man hat halt nichts anderes. Und man geht dann her und rechnet das um, indem man sagt, man rechnet 69 Jahrwochen mal 7 Jahre, macht 483 Jahre. Ja? 70 mal 7 ist 490, 69 mal 7 ist 483. Jetzt geht man her und sagt, 483 Jahre mal 360 Tage macht 173.880 Tage. In einem Mondjahr, wo man sagt, dieses Jahr hat nur 360 Tage. Hat der Engel auch nichts von gesagt, aber macht man halt. Ja? Und dann nimmt man die 173.880 Tage und teilt die wieder durch 365, durch ein Sonnenjahr. Und wenn ich mit etwas Kleinem multipliziere und durch etwas Großes teile, dann kommt etwas Kleineres raus. Nämlich nur noch 476,38 Jahre. Das war unsere Ausgangsgröße, 483. Jetzt sind noch 476. Da fehlen fast 7 Jahre. Fehlt fast eine Jahrwoche, sodass man nicht mehr 69, sondern nur noch 68 hat. Das heißt, beim jetzigen Modell, was euch vorgestellt wird, sind es ja auch keine 69 Jahrwochen. Ja? Man rechnet das so hin und dann kommt man darauf, dass man das dann kürzt. Dann kommt man hier ins Frühjahr 32 nach Christus und sagt, wie genau ist doch die Bibel und wir kommen genau ins Todesjahr Jesu. Ja? Ja, Moment, aber da sollte doch ein Gesalbter kommen. Nicht gehen. Das ist doch ein Drama. Das passt ja, wenn man das näher anguckt, passt das ja vorne und hinten nicht zusammen. Ja? Aber die Christenheit akzeptiert das halt. Und klar, wenn ich 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden arbeite am Tag, bin ich auch abends müde. Wer macht sich denn die Mühe und rechnet sowas nach? Da muss man nicht ganz bei Trost sein, oder? Bitte? Ja. Ja, oder? Das ist so. Ja? Das kann man auch niemand vorwerfen, aber den Fachleuten werfe ich das vor. Ich werfe das nicht den Christen vor, aber den Fachleuten werfe ich das vor. Und das darf man denen auch vorwerfen. Ja? So, und jetzt ist so, dass, um zu erklären, warum hier diese Zäsur ist, da sagt man einfach, nach 49 Jahren wäre Jerusalem wieder gebaut worden. Ja? Weil hier steht ja, so wisse nun und merke, von der Zeit an da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wiederkehren und gebaut werden, bis auf einen gesalbten Fürsten sind 7 Wochen. Ja? So, also muss man ja erklären, was nach den 7 Wochen irgendwo ist. Warum hat der Engel das unterteilt? Und da gibt es keine Erklärung für. Ja? Es ist also eine Zeitspanne, die hier gezeigt wird. Was der Engel wirklich sagt, ist nicht, dass nach 7 Wochen Jerusalem wieder gebaut wurde. Sondern der Engel sagt vom Ausgang des Wortes, nach 7 Wochen kommt ein Gesalbter. Das sagt doch der Engel. Ja? Das heißt also, hier hat die Eva wieder angefangen, irgendwas zu erzählen, was ihr überhaupt nicht gesagt worden ist. Entschuldigung. Ja? Das aber eigentlich ist das gravierend. Ja? Entschuldigung, Eva. Entschuldigung. Ja? Du weißt, wie ich es meine. Jetzt fällt es mir ein. Ja? Oh, okay. Ja? Aber die Theologen sagen, nee, nach sieben Jahrwochen, nach 49 Jahren, war Jerusalem wieder fertig gebaut worden. Ja, das sagt der Engel nicht. Ja? Das heißt, man löst sich hier total vom Text, um hier zu erklären, dass Jerusalem im Jahr 396 wohl fertig gebaut worden wäre. Und ich zeige euch das auch. Ich habe ein kleines Filmchen mitgebracht. Ich hoffe, dass das funktioniert. Das wäre auch seltsam, ne? Weil wenn wir die 7 Wochen, die 62 Wochen, die hängen ja direkt miteinander zusammen. Die hängen zusammen, natürlich. Also ist ja, und also die eine Woche auch davon noch, ausgehen, ja? Dass die eine Woche da auch dran ist. Genau, 7 plus 62 plus eine Woche sind zusammen 70 Wochen. Und das sind genau die 70 Wochen, die hier beschrieben sind. Natürlich. 7 Wochen, um Jerusalem wieder aufzubauen. Genau, also diese richtig. 49 Jahre. Genau. 7 Wochen, um Jerusalem wieder aufzubauen. Genau, also diese richtig. 49 Jahre. Genau. 7 Wochen, um Jerusalem wieder aufzubauen. Genau, also diese richtig. 49 Jahre. Genau. Hört ihr das? Die sagen das. Ich wollte euch auch Roger Libby zeigen, habe ich dann aber mir erspart. Ja, also nochmal, wie gesagt, ich schätze ihn als Bruder. Ja, wir haben ganz viel von dem gehabt, ich habe ganz viel gelernt von ihm. Ich will den nicht ärgern, ja. Aber der sagt das auch und das ist einfach ein Blödsinn. Ich habe auch Lothar Gassmann gehabt, ich habe die alle rausgenommen, habe nur die 2 genommen, weil keiner weiß, wer die sind, ja. Aber das wird gesagt. Ich will euch das nur beweisen. Das ist nicht irgendwo von mir da reininterpretiert. Das ist gängige Aussage, dass nach 49 Jahren Jerusalem wieder fertig gebaut werden wäre. Aber der Engel sagt das doch nicht. Der Engel sagt, nach 7 Wochen soll ein Gesalbter kommen, ein gesalbter Fürst. Ja?
Ja, genau. Jetzt ist aber so, dass der Aufbau der Mauern Jerusalems unter Nehemia geschah im Jahr 445 bis 443 vor Christus. Da waren die Mauern schon gebaut. Dann sagen mir manche, ja gut, aber es ging ja noch um den Tempel und die Tempel der Stadt, ist ein Unterschied. Nö, sage ich, das Kyros fasst das alles zusammen. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Tempelbau und Stadtbau. Ja, das ist eins. Das Problem ist ja auch nicht so sehr, was ist jetzt mit der Stadt und wurde die gebaut, geht es um den Tempel oder geht es um die Stadt? Das Problem ist, welcher Gesalbte ist denn da gekommen? Das ist doch unser Problem. Ich muss ja jetzt nicht eine falsche Aussage verifizieren. Ich muss die richtige finden können. Und die gibt es halt nicht. Ja? Das heißt also, man rechnet das hin. Man rechnet das von Artaxerxes, weil nur von hier die Rechnung bis zu Jesus irgendwie funktioniert. Man hat ein vordefiniertes Ergebnis und das will man bestätigt wissen. Ja? Und deswegen ist jetzt die Frage vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder gebaut wird, wer hat das denn das Wort gegeben? Da sagt man der Artaxerxes. Ja, sage ich, stimmt, aber der Kyros auch. Und der Darius auch. Und Gott auch. Bei meiner Rechnung gibt Gott das Wort, dass Jerusalem wieder gebaut wird. Bei eurer Rechnung, Herr Libby, gibt ein heidnischer König das Wort, dass Jerusalem wieder gebaut wird. Sie können jetzt selber entscheiden, was Ihnen lieber ist. Ja? Bei dieser Auslegung, die wir hier haben, gibt ein heidnischer König Artaxerxes den Befehl, dass Jerusalem wieder gebaut wird. Und es ist schon das dritte und das vierte Dekret. Man müsste doch, wenn schon, eigentlich das erste nehmen. Ja? Und dann wäre es dann eigentlich der Kyros. Und wenn man ganz genau wäre, wäre es Gott selbst. Wir sehen gleich warum. Mir gefällt die Variante am besten, wo Gott das Wort ausgehen lässt. Das ist ja seine Stadt. Ja? Aber kommen wir nachher nochmal im Detail drauf. Ich wollte euch das nur zeigen. Man begründet das dann halt so, diese Schrumpfung und Stauchung. Also ich habe das hier nicht ganz richtig dargestellt. Man staucht natürlich das hier, ja, diese 62 Jahrwochen, aber man staucht die hier vorne ja auch. Man staucht ja die ganze Dauer, die ganze Frist wird ja zusammengestaucht, dass es irgendwie passt. Also das wird verkürzt und das auch. Ja gut, sage ich, dann muss die 70. Jahrwoche aber auch verkürzt werden. Also gleiches Recht für alle. Ja? Dann passt es aber auch nicht mehr. Also ihr merkt, was das für ein Unsinn ist, den man hier tut. Und man begründet das damit und sagt, es gibt halt prophetische Jahre von 360 Tagen. Da will ich jetzt nicht so im Detail drauf eingehen. Der Engel sagt nichts von Umrechnung in Tage. Der sagt das nicht. Ja? Und das, was der Engel dort sagt, das muss ganz zwanglos sich ergeben. Das muss nicht durch Umrechnung von Tage in Jahre, in Sonnenjahre und Sonnentage und dann wieder in Mondtage und dann wieder in, dann müssen Schaltjahre berücksichtigt werden. Das Jahr Null, das existiert überhaupt gar nicht. Also muss man noch ein Jahr wieder rausrechnen. Das ist eine riesige Latte von Berechnung. Ich habe mir eine Doktorarbeit dazu besorgt, habe ich gekauft, war teuer, habe ich durchgelesen. Der macht das bis ins Detail mit Mondumlaufzeiten, Sonnenumlaufzeiten und so weiter. Und ich sage einfach, ein Jahr ist immer ein Jahr. Ob wir dem Jahr 365,25 Tage zumessen oder ob wir dem Jahr 360 Tage zumessen und alles so viele Jahre, Monate ergänzen müssen, ein Jahr ist immer ein Jahr. Woran kann man das denn sehen? Naja, das kann man daran sehen, dass in der Antike sowas wohl existiert hat, 12 Monate à 30 Tage, aber die mussten ihren Kalender ständig korrigieren. Warum denn? Na, weil ein Jahr immer ein Jahr ist. Das dauert immer von der Sommersonnenwende bis zur Sommersonnenwende oder von der Wintersonnenwende bis zur Wintersonnenwende. In wie viele Teile wir ein Jahr unterteilen, in wie viele Monate, in 12 oder in 13 oder in wie viele Tage, das spielt gar keine Rolle. Ein Jahr ist immer ein Jahr. Und der Engel spricht von Jahrwochen und er sagt nirgendwo, dass es umgerechnet werden müsste. Ja? Also das nur mal so zur Überlegung von dem ganzen Thema. Davon abgesehen gibt es in der Bibel keine 360-Tage-Jahre. Können wir vielleicht später mal von sprechen. Ja? Okay, also der Engel sagt, so wisse nun und merke von der Zeit an, da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wiederkommen und gebaut werden, bis auf einen gesalbten Fürsten sind 7 Wochen und 62 Wochen. Jetzt gucken wir mal an, warum denn überhaupt alle von Artaxerxes rechnen. Ja? Es gab ja mehrere Edikte. Kyros hat eins erlassen, Darius, der Meder, hat eins erlassen, Artaxerxes hat eins erlassen. Findet ihr in Esra und Nehemia, kann man das alles nachlesen. Ja? Okay, jetzt machen wir mal ein Experiment und rechnen mal von Kyros aus. Wir sagen, wenn wir von Kyros aus 49 Jahre rechnen, muss ja hier ein Gesalbter kommen, ein gesalbter Herrscher. Kam aber keiner. Und hier ist Jesus nicht gestorben. Einverstanden? Ja, funktioniert nicht. Ja? Darius
hat hier ein Edikt erlassen, ja? Und nach 7 Jahrwochen kam kein gesalbter Fürst. Hier ist Jesus nicht gestorben. Passt auch nicht. Artaxerxes, 49 Jahre, ja, da ist wahrscheinlich Jerusalem fertig gebaut worden. Das sagt der Engel aber nicht. Ja? Aber wir kommen schon mal ungefähr in die Nähe Jesu, das ist ja schon mal was. Das ist so ein Ismael, ja? Den hat man so aus eigener Kraft gezeugt, ja? Ja? Also wir kommen schon mal irgendwo und dann lass uns doch damit zufrieden sein, da haben wir es dann irgendwie so auch. Wir kürzen es noch ein bisschen, stauchen noch, schneiden noch was ab, reim dich oder ich fress dich und dann passt das auch. Und was im Text steht, ist jetzt mal nachrangig, ja? Warum rechnen also alle von Artaxerxes aus? Weil nur so die Umrechnung scheinbar passt. Das ist der einzige Grund, warum man Artaxerxes nimmt. Es ist ja das letzte Edikt. Die hätten ja Kyros nehmen können. Ja? Wir machen jetzt was anderes. Wir lassen das mal einfach stehen und sagen, wir gehen mal einen anderen Weg. Wir nehmen mal das Jahr 605 vor Christus. Warum? Weil der Daniel sagt, dass er in Jeremia gelesen hat und in Jeremia ist ein Wort Gottes ergangen. Ja? Und da steht im ersten Jahr des Darius, das war das Jahr 539 vor Christus, des Sohnes des Ahasverus aus der Meder-Stamm, Medo-Persien, der über das Königreich der Chaldäer König ward, in diesem ersten Jahr seines Königreichs, im Jahr 539 vor Christus, merkte ich Daniel in den Büchern, in welchen Büchern? In dem Kanon, der damals dem Daniel zur Verfügung stand, in Jeremia, in Jesaja, im Tanach, in den Königebüchern, im Richterbuch, ja, das ist das, was der Daniel hat, der hatte die Bücher, das war der Kanon, der alttestamentliche, und ich, Daniel, merkte in den Büchern auf die Zahl der Jahre, davon der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass Jerusalem sollte 70 Jahre wüst liegen. Warum macht der Daniel das denn? Wieso kommt er denn da drauf? Naja, offensichtlich, weil das Jahr 539 war. Was war denn im Jahr 539? Da ist das Babylonische Reich zu Ende gegangen. Wann hat das denn angefangen? 609, ja? 609. Und im Jahr 539 wird Darius von der Meder Stammkönig über Chaldäa. Das Babylonische Weltreich ist zu Ende gegangen. Ja? 609 fing das an. Nebukadnezar hat dann 605 Jerusalem belagert, 19 Jahre später den Tempel zerstört und so weiter. Ja? Dann fing die babylonische Gefangenschaft an. Das heißt also, im Jahr 609 vor Christus fing das babylonische Weltreich an. Daniel wurde 4 Jahre später, im Jahr 605, deportiert. Und exakt 70 Jahre später, im Jahr 539, im ersten Jahr des Darius, ist das babylonische Reich zu Ende. Und Daniel war Staatsmann. Und er sagt, 70 Jahre Babylon? Moment, 70 Jahre, das kenne ich doch. Und zwar aus den Büchern. Daniel ist keine Eva. Ja? Daniel hört aufs Wort. Der schlägt die Bücher auf. Der sucht 70 Jahre. Und jetzt guck mal, 609 bis 539, 70 Jahre Babylon. Ja? Gefangenschaft 586 bis 500, na, ich muss vielleicht anders sagen, die Zerstörung des Tempels 586, der Wiederaufbau des Tempels 516, 70 Jahre ohne Tempel. 70 Jahre Gefangenschaft von 605 bis 535. Also 70 Jahre Babylon, 70 Jahre ohne Tempel, 70 Jahre Gefangenschaft. 3 Fristen. Aber das ist der Grund, warum der Daniel hier im ersten Jahr des Darius auf die Zahl der Jahre achtet. Ja? Auf die, was im Propheten Jeremia steht, dass Jerusalem 70 Jahre wüst liegen sollte. Der hat gedacht, 70 Jahre Babylon. Aber Moment, sagt er, ich habe doch gelesen, wenn Babylon wieder zerstört wird, dann kommen wir wieder heim. Und dann hat er gedacht, okay, die erste Wegführung war ja 605. Und der war ein schlauer Kerl, der Daniel. Dann hat er gesagt, kommen wir 535 wieder nach Hause? Das wären jetzt noch 4 Jahre. Er war ja im ersten Jahr des Darius, sind wir 539. Hat der Daniel gesagt, kommen wir in 4 Jahren wieder heim? Das wäre ein Gedankengang. Und dann macht der Engel ein Wortspiel, nicht 70 Jahre, sondern 70 mal 7 Jahre. 70 Siebener. Das ist ein Wortspiel vom Engel. Ja? Aber das sind so die Peripherien davon, wo man, wenn man das mal ein bisschen erarbeitet hat, wo man dann viel, der Text wird dreidimensional, der fängt an zu leuchten. Ihr könnt den praktisch von allen Seiten anschauen. Ja?
Dies ist das Wort, das hat Daniel gelesen, Jeremia 25, dies ist das Wort, welches zu Jeremia geschah. Da geschieht ein Wort Gottes zu Jeremia. In den Übersetzungen steht vom Ausgang des Befehls, dass Jerusalem wieder gebaut worden wäre. Das steht nicht im Hebräischen. Im Hebräischen steht vom Ausgang des Wortes, Dabar, Dabar-Übersetzung. Ja? Aber weil man den Befehl, das Dekret von Artaxerxes wünscht, übersetzt man Dabar mit Befehl. Ja? Da steht aber eigentlich vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem zurückkehrt. Wann ist denn ein Wort geschehen? Naja, Daniel sagt, irgendwo in Jeremia. Und wenn wir Jeremia 25 lesen, dann haben wir dort zu tun mit diesen 70 Jahren Gefangenschaft Babylons. Und Gott sagt, wenn die 70 Jahre um sind, kommt ihr wieder heim. Also lesen wir das mal. Dies ist das Wort, das Dabar geschah zu Jeremia über das ganze Volk Juda. Wann denn? Im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs in Juda. Welches ist das erste Jahr Nebukadnezars, des Königs zu Babel? Also schon zwei Zeitangaben. Und dem Daniel wird gesagt, so wisse nun und merke von der Zeit an, da dieses Dabar ausgeht, dass Jerusalem wiederkommen soll, von Jeremia 25. Denn das ist das Wort, das ausgeht. Das ist Gottes Befehl, dass Jerusalem kommt. Gottes Wort, das gefällt mir gut. Gefällt mir viel besser wie Artaxerxes. Auch besser wie Kyros. Ja? Denn Gott ist der, der den Befehl gibt dazu. Und wir rechnen jetzt von 605, warum? Weil Jeremia 25 im Jahr 605 geschrieben wurde, weil dort nicht nur zwei Zeitangaben sind, erste Jahr Nebukadnezars und vierte Jahr Jojakims, sondern eigentlich drei. Scheinbar war Gott dieses Kapitel 25 so wichtig, um das sauber zu verorten auf der Zeitachse, dass er hier in einem oder in wenigen Versen gleich drei Zeitangaben gibt, wann das Kapitel geschrieben wurde. Ja? Und zwar im vierten Jahr Jojakims, der hat geherrscht von 609 bis 598, viertes Jahr von 609 bis 605. Ja? Das erste Jahr Nebukadnezars, der hat geherrscht von 605 bis 562, 605. Und das 13. Jahr des Königs Josia, er hat geherrscht von 640, ja? Das erste Jahr war dann minus 13, 628. Abzüglich 23 Jahre macht 605. Also wir haben dreimal 605. Das ist schon was Großes. Das heißt, Jeremia 25, wo dieses Wort geschieht, dass Jerusalem zurückkehren soll, ist im Jahr 605 ausgegangen. So merke nun, Daniel, vom Ausgang des Wortes bis auf einen Gesalbten sind 7 Wochen. Jetzt wird es spannend. Jetzt müsste man ja eigentlich sagen, jetzt müsste man mal bei 605 anfangen und dann gehen wir 49 Jahre weiter und gucken, ob hier ein Gesalbter gekommen ist. Das wäre ja ein Ding. Und wenn wir das nachforschen, dann finden wir hier den Kyros. Der Kyros tritt auf im Jahr 559 als Unterkönig von Astyages. Astyages war ein persischer König und sehr unbeliebt. Den mochte niemand. Irgendwann stirbt der und dann wird Kyros sein Nachfolger. König unter Königen, ja? ein Gleicher unter Gleichen. Wann das genau war, weiß man nicht. Das haben die Perser nicht aufgeschrieben und die Annalen der Geschichte überliefern das nicht. Man vermutet, dass das irgendwo zwischen 559 und 555 war. Wikipedia, könnt ihr nachgucken. Ja? Ganz normale Geschichte. Das würde aber passen, weil die Bibel sagt, es war 556. Das heißt, die Historie sagt, wir wissen nicht genau, wann der Kyros König wurde, aber die Bibel sagt 556. Das wäre in der Zeitspanne, wo dann Kyros kam, wo Kyros König wurde, weil Astyages starb. Das würde passen. Bei uns kommt also nach 7 Wochen ein Gesalbter. Ja? Das heißt also, wir haben hier einen Fixpunkt. Hier schlagen wir einen dicken Nagel in die Wand mit einem Dübel, so ein Schwerlastanker. 605 vor Christus, ja? Dass das hält. Richtig, im Betonanker. Und den lassen wir auch nicht mehr raus. Ja? Warum? Weil wir in Jesaja 25 dreimal das haben. Da hat einer 3 Dübel in die Wand geklopft. Ja? Und da machen wir uns fest. Da ist es fest. Und von dort aus rechnen wir und kommen zu Kyros. Ja, aber war Kyros denn Gesalbter? Ja. Ja? Das steht ja in Jesaja 45. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten,
zu Kyros. Ach so, die Bibel nennt den Kyros einen Gesalbten. Ja, dann ist der ja hier, dann ist das ja ein Anointed One, ein Maschiach. Nicht der Maschiach, ein gesalbter Fürst. Der war nämlich erst Fürst unter Astiages, dann wurde der gesalbt und war dann König. Naja, das würde ja passen. Dann ist der ja ein gesalbter Fürst, zum König gesalbter Fürst. Ja. Dann haben wir schon den zweiten Schwerlastanker. Und da bohren wir wieder mit der Hilti, dickes Loch, Schwerlastanker rein, ja. Mit zwei Komponentenkleber, dass das Ding auch hält. Und da kommt, von da kommen wir mal aber nicht mehr, das muss fest sein, ja. Ja, das ist, das muss ja, die Handwerker wissen das, das muss Qualitätsarbeit sein, sonst hält das nicht, ja. Also wir haben hier zwei Fixpunkte und ich möchte von denen nicht mehr abrücken. Und jetzt ist nur noch die Flucht nach vorne, ja. Also wir können jetzt nur noch irgendwo nach vorne gehen und gucken, was passiert. Jetzt machen wir Folgendes und setzen mal hier an die 605 und unseren Kyros mal die 62 Jahrwochen hinten dran. Weil das machen ja alle. Wir wissen auch nicht, warum, aber wir machen das, ja? 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 Das heißt, wir machen das auch und dann kommen wir ins Jahr 122 vor Christus. Das sind 69 Jahrwochen. Wir stauchen nichts, wir fummeln nichts um, wir lassen das so stehen, wir erinnern uns an das, was der Engel sagt, ja? Und wir bauen auch nichts mit 360 und 365 Tagen. Wir lassen das einfach so, wie es ist. Und im Jahr 122 vor Christus ist nichts Besonderes passiert. Vor allem ist Jesus da nicht geboren und nicht gestorben. Also wollen wir kennen. Bitte? Wir bohren kein Loch. Dort kein Loch, dankeschön, ja? Kein Loch. Wer ein Loch gebohrt hat, Kitt rein, ja? Und übertünchen, also da darf kein Loch rein, ja? Aber was machen wir denn jetzt? Jetzt erinnern wir uns an das Taschub. Kehr um. Ja, kehr zurück. Abraham sagt, wenn wir an dem Berg waren und angebetet haben, dann kehren wir zurück. Wenn man aus der Schlacht zurückkam, Taschub, kehr um, kehr zurück. Shea Yashub, ein Überrest wird umkehren. Jetzt kehren wir auch um. Wir kehren mit unserer Berechnung von hier um, wieder an den Anfang und machen von hier aus mal unsere 62 Jahrwochen. Ja? Also das passt noch nicht, kein Dübel in der Wand. Jetzt machen wir das hier. Jetzt sind wir von hier wieder umgekehrt an den Anfang und rechnen von dort nochmal und kommen hier aus. 171 vor Christus. Und 171 vor Christus hat Antiochus seine Herrschaft begonnen. Eigentlich ist er schon 175 auf der politischen Landschaft aufgetaucht, weil der damals für seinen Neffen regiert hat, ja, im Nahen Osten in Syrien. Aber der Neffe ist ins Schwimmbad gefallen und leider ertrunken. Irgendwie ist dem was passiert und dann ist der Antiochus nämlich Staatschef geworden. Wann das genau war, weiß man nicht. Aber das muss um diese Zeit gewesen sein, weil 170 vor Christus, ein Jahr später, ist Antiochus Epiphanes nach Ägypten gezogen, um dort Krieg zu führen. Warum denn? Weil er Nachfolger Alexanders des Großen werden wollte. Das ist mal eine Karriere. Da kann der Neffe schon mal ein bisschen früher abtreten, ja? Das war sein Plan. Der hat also die verwitwete Mutter seines Neffen geheiratet, hat den Neffen umgebracht. Zumindest ist er da wohl mittelbar drin verwickelt gewesen. Die Geschichte sagt, es war ein General, aber er hatte auf jeden Fall ein Motiv, der Antiochus. Ja? Und dann ist er, weil er der Ehemann der Königin war, wenn man verkürzt sagen will, hat er sich selber zum König gemacht. Er hat sich gesalbt. Er wurde König. 171 vor Christus hat dann einen Nichtangriffspakt mit dem Römischen Reich geschlossen und Standepete Kredit aufgenommen ab nach Ägypten. Ja? Was ihm nicht gelungen ist, wisst ihr ja jetzt. Die Römer haben einen Sieg errungen an einer anderen Stelle und haben ihm dann gesagt, du gehst jetzt nach Hause. Und das war auf Messerschneide. Dann hat Antiochus geherrscht von 171 vor Christus 7 Jahre lang bis 164 vor Christus. Das ist ja eine Jahrwoche. Daniel hat diese Jahrwoche zunächst einmal gemeint. Nicht so nervös, nicht direkt in die Endzeit springen, nicht direkt zum Antichrist. Daniel hat diese Jahrwoche hier vorhergesagt, diese Regierungszeit, hier kommt eine Jahrwoche dran. Und in der Mitte der Jahrwoche, was hat denn der Antiochus da gemacht? Der hat im Jahr 168 vor Christus Jerusalem zerstört, ja? Ein Gräuel der Verwüstung angerichtet,
in Jerusalem auf dem Altar ein Schwein geopfert und lauter solche Dinge. Und viele, viele Juden gemeuchelt. Und Jesus sagt das in Matthäus 24, wenn ihr hört vom Gräuel der Verwüstung, der noch kommt, und den wird kein Titus anrichten, kein Römer, weil das ein Japhetit ist, der kommt aus einem ganz falschen Kontinent, der da kommt wieder. Und der in der Endzeit kommt, auf den ich euch verweise, der wird dasselbe machen wie der Antiochos. Und wenn ihr vom Gräuel der Verwüstung lest in Daniel, wer das liest, der merke darauf, merke Daniel, merke auf, achte drauf, was ich jetzt sage, ist kompliziert. Das kannst du nicht so am langen Ärmel machen. Ja? Also das ist das, was wir hier als Ergebnis finden. Hier wieder Dübel in die Wand. Ja? 5 Dübel, jetzt wird es langsam rund. Vor allem wird es belastbar. Ja? Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich muss das beweisen, was ich sage. Ich kann das nicht. Ich habe keinen Doktor der Theologie, mir glaubt man das nicht. Ja? Was ich sage, muss ich zeigen. Und ich muss das haarklein erklären, weil die Theologen würden ja sonst überhaupt nicht zuhören. Ja, weil die sagen, Herr Klein, Sie haben das ja nicht studiert, Sie können das nicht wissen, wir haben auch keine Zeit für Sie. Aber das ist nicht mehr das wissen die auch. Und deswegen schweigen die das auch so lauthals weg. Ja? Schweigen da einfach drüber hinweg. Aber das wäre jetzt ein Modell, wo wir sagen, wir haben alles das, was der Engel vorgibt, haben wir eingehalten. Und zwar vom Ausgehen des Wortes Jerusalem, dass Jerusalem wiederkommt und gebaut wird von 605, bis auf einen gesalbten Fürsten, bis auf Kyros sind 7 Wochen. Und noch einmal 62 Wochen, weil 2 gesalbte Fürsten kommen, Kyros und Antiochus. Warum denn? Weil die beiden in der Endzeit wiederkommen. Jetzt gehen wir in die Endzeit. Da kommen doch Fürsten vom Euphrat, Kyros, Perser, der heutige Iran kommt nach Israel. Das erwarte ich. Das sagt euch aber niemand von den Zionisten, weil denen läuft es kalt den Rücken runter, wenn die darüber nachdenken. Amir Zafati, kennt ihr vielleicht, ja, messianischer Jude, der sagt, ich bin da nicht naiv, sagt er, ich weiß auch, dass 2/3 von Israel umkommen. Aber ich rede da nicht drüber. Ach so, ja gut dann. Ja, kann er auch nicht, verliert er seinen Job. Ja? Aber wir rechnen gar nichts um. Wir haben auch 3 Fristen. Wir nehmen einmal 7, wir nehmen einmal 62, wir nehmen noch eine 70. Jahrwoche. Wir addieren nicht 2 Fristen und wissen nicht, was wir da tun. Wir wissen genau, was wir tun. Wir dübeln. Ja? Wir dübeln hier. Und dann können wir allem dem auch entsprechen, was der Engel hier auch sagt, und können diese Texte dann auch entsprechend übersetzen. Jetzt müssen wir gerade gucken. Ja, genau, hier habe ich es mal so aufgeschrieben. Wir haben das gemacht. So wisse denn und verstehe vom Ausgang des Wortes, 605 vor Christus, dass Jerusalem zurückkehrt und gebaut wird. Ja, bis auf einen gesalbten Fürsten sind einmal 7 Wochen und Taschub noch einmal 62 Wochen. Das sagt der Text. Und das ist grammatisch belastbar, linguistisch, historisch, biblisch, kontextuell, Daniel, Neues, Altes Testament, ja, was, welches? Mathematisch, dankeschön, ja. Und das finde ich so schön dabei. Und das ergibt sich so zwanglos. Wir müssen das nicht irgendwie umrechnen mit Sonnenmondtagen und ja, was alles nicht belastbar ist letzten Endes, weil niemand weiß, wie die Kalender zueinander stehen und welche Schaltjahre dazwischen gewesen sind. Ja? Das heißt, dass das passen würde und dass am Ende hier nochmal diese letzte 70. Jahrwoche kommt. Und die ist eigentlich, na, ich habe das jetzt hier, glaube ich, nicht so ganz. Also in dem Video, was ich gemacht habe, da springt der Pfeil, der läuft dann hier runter und gliedert sich hier hinten an. Ja? Ja, und das ist auch im Buch. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ja? Da sieht man das auch hier, dass das die beiden Pfeile sind, sehr klein, ne? Hier ist die Regierungszeit von Antiochus und dann springt die Bibel in Daniel 11 in die Endzeit und sagt, das wird wiederkommen. Das ist spiegelbildlich, ja? Das heißt, das hat es alles schon mal gegeben und das wird so wiederkommen. Und weil ihr jetzt das wisst von Antiochus, könnt ihr auch viel besser verstehen, was in der Offenbarung steht, weil es dieselbe Geschichte ist. Ja? Und wenn man dann die Offenbarung liest, dann kennt man das schon aus dem Alten Testament und dann lockt das überall ein. Das wird überall plötzlich, ich sage immer, wie Magnete, springt das zusammen und ordnet sich zu so einer Superstruktur. Und das finde ich schön. Warum? Weil sich das gegenseitig plausibilisiert.
Das ist mir ganz wichtig. Ja? Wenn wir Gutachten geschrieben haben, dann haben wir da rausbekommen 37,5 Millionen Euro für Ihre Immobilie. Ja? Warum? Weil wir die Miete angesetzt haben. Warum habt ihr die Miete angesetzt? Weil in der Nachbarschaft ein Objekt ist, hat dieselbe Miete. Und gegenüber gibt es da ein Haus, das hat eine höhere Miete. Liegt aber besser zum Bahnhof, ist bessere Verkehrsanbindung, hat einen effizienteren Grundriss. Wir haben diese Mieten alle aufgelistet, wir haben die gewichtet, wir haben die gewertet, wir haben die mit gequotelt, wir haben Mittelwerte gebildet, wir haben daraus eine mittlere Miete abgeleitet nach sachverständigem Ermessen und darauf haben wir den Wert und so weiter. Wir müssen das beweisen, warum wir die Miete da ansetzen. Warum? Weil der Mensch, der bei der Bank den Kredit will, der hat 15 Anwälte. Und das Gutachten geht nicht direkt in seine Schublade, das schickt er seinen Anwälten und sagt, prüf das mal, wo Fehler sind. Ja? Wir hatten einen Auftraggeber, der hat einen Kollegen von mir vor Ort geholt und der sollte eine Büroimmobilie für den bewerten. Und der Eigentümer kam und ist mit dem Sachverständigen durch die Immobilie gegangen, Kollege von mir. Und als der die Immobilie komplett besichtigt hat, hat er sich verabschiedet und wollte raus. Jetzt war der Ausgang aber dort. Jetzt ist der Sachverständige nur 3 Schritte falsch gelaufen, weil er dachte, er geht da raus. Da hat der Eigentümer gesagt, Sie bewerten meine Immobilien nicht, dass das klar ist. Und jetzt raus. Das ist Business, das ist hartes Geschäft. Wer hat die Immobilie bewertet? Mein Chef. Sehr wohlwollend. Es hat sich gelohnt für den Typ, dass der Sachverständige sich verlaufen hat. Der hat garantiert 2,5 Millionen höheren Beleihungswert bekommen für die Immobilie, weil wir wollten ja keinen Ärger haben, ja? Also, wenn man diese Fehler macht, da haftet man für in der freien Wirtschaft. Da kann man nicht einfach durch die Gegend laufen und sagen, ja, machen wir mal so oder so. Sie bewerten meine Immobilie und jetzt raus. Der hat ihn rausgeworfen. Und der kam nach Hause zum Chef und hat gesagt, ich kann leider die Bewertung. Das war ja peinlich, ja? Aber das ist Geschäftsleben. Und diese Professionalität, und das war ein guter Kollege, da war ein guter Sachverständiger, der hat leider einen kleinen dummen Fehler gemacht, ja? Aber es gibt Leute, die sind vollkommen gnadenlos da. Und das ist Gottes Wort. Da darf man nicht einfach so rumfummeln dran. Ja? Das kann man sich anhören, das ist auch alles gut. Ja? Und der Ermangelung eines Besseren hat man jetzt dieses Muster. Aber ich wünschte mir diese Professionalität, auch bei den Theologen. Ja? Das wäre ganz, ganz wichtig für Gottes Volk. Okay, also warum Antiochus Epiphanes? Weil wir ja diese Kapitelabfolge haben. Wir sind jetzt in Daniel 9. Ja? In Daniel 7 wird berichtet von einem kleinen Horn. Eigentlich vom Antichrist, vom Antiochus und mittelbar vom Antichrist. Daniel 8 wird auch berichtet von einem kleinen Horn. Und zwar wird da gezeigt, wo die herkommen, geopolitisch, wo die anzusiedeln sind. Einmal ist der Teil der Dekapolis, ja, und einmal ist dieses kleine Horn ein Horn des Ziegenbocks. Nicht ein Horn einer römischen Wölfin. Ja? Der Antichrist war nicht der Titus, nicht der Römer. Sondern das war ja ein Horn auf einem Ziegenbock, aber der Ziegenbock war ja Griechenland, Alexander, Diadochen, Seleukiden, Antiochus. Ja? Das heißt also, wir sehen in Kapitel 7 und 8, wo der Antichrist herkommt, wir sehen in Daniel 9, wann er kommt und in Daniel 11 sehen wir seine Ausprägung, was der tun wird, nämlich ein Gräuel der Verwüstung anrichten. Und das ist die ganze Homogenität, die da entsteht im Danielbuch. Von Kapitel 2, nicht Rom, ja, sondern Seleukiden, Dekapolis, griechische Linie, bis in die letzten Kapitel rein, bis zu Antiochus Epiphanes. Ein Guss. Und das ist was Feines. Das gefällt mir gut. Ja? Und das heißt also, dass dieses Daniel 9 Kapitel sich inzwischen diese Kapitel übergangslos einfügt und das passt da harmonisch rein. Und bei der bisherigen Rechnung ist es so, dass diese ganzen Fragen hier auftauchen. Darf ich die 70 Jahrwochen hier einfach stauchen? Darf ich aus 62 Jahrwochen 61 machen? Müsste ich nicht auch die letzte 70. Jahrwoche stauchen? Gibt es überhaupt prophetische Jahre in der Bibel? Ich meine nicht. Ich meine doch zu zeigen, dass es das nicht gibt. Das ist eine Chimäre. Ja? Ja? Darf man von Artaxerxes ausrechnen? Oder müssten wir Gottes Gebot beachten? Ja? Wurde 396 vor Christus Jerusalem wiederhergestellt? Nein, da sollte ein Gesalbter kommen. Bei uns kommt einer. Hier kommt keiner. Das heißt, ihr werdet, Entschuldigung von Roger Libby und von Lothar Gassmann und von den Herrschaften hier, mit einem Pseudo-Argument über etwas hinweggetäuscht, was die Bibel gar nicht sagt. Ja? Nun ist das jetzt nicht...
Das ist eine prophetische Sache. Da geht es jetzt nicht um den Glauben an Jesus Christus, ja? Also ich will das jetzt nicht als große Irrlehre bezeichnen, aber es ist ein großer Irrtum, das schon. Ja, das kann man sehen. So, und diese beiden, Kyros und Antiochos, die werden gezeichnet, weil diese beiden, die kommen wieder, der Antichrist und die Könige vom Euphrat unter dem endzeitlichen Kyros, die werden kommen, ja, zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, sage, löse die vier Engel, welche an dem großen Strom Euphrat gebunden sind. Und der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat. Da ist Persien, da ist Kyros, der heutige Iran. Ja? Ich erwarte, dass das alles wiederkommt. Das wird sich wiederholen. Das heißt, wir haben hier die Könige vom Euphrat und wir haben hier das Reich des Antichristen. Das Reich des Antichristen ist erwähnt in der Bibel. Syrien, Israel, Ägypten, Libyen, Kusch, Edom, Moab, Ammon und dann hat sich's. Ja, nicht Nordamerika, nicht Europa, nö. Sondern nur diese Länder. Das ist das Gebiet des Antichristen. Geht vielleicht noch ein bisschen hier runter, Ägypten, ja, und hier bis Äthiopien runter, ja. Und hier im Nordosten wird der Iran groß und stark. Die Könige vom Euphrat, die kommen und die treffen sich alle in Harmageddon. Das ist uns doch bekannt aus der Offenbarung. Das hat der Engel dem Daniel angekündigt. Der sagt, diese beiden werden kommen. Und der hier, der wird einen Gräuel der Verwüstung anrichten in Jerusalem in der Endzeit. Und wie ist die aktuelle Lage im Nahosten? Das war es in der Antike und so ist es in der Endzeit. Das war ein Schenkel, das war ein Schenkel. Das ist ein Füßlein und das ist ein Füßlein. Das kommt wieder. Und es wird wieder, wie wir es in der Antike hatten, Syrien und Ägypten. Und Syrien wird wahrscheinlich komplett zerbombt und Damaskus bleibt als kleines Horn übrig, macht dann einen Bund mit Israel, hier der Iran auch, ja, deswegen bin ich immer sehr aufmerksam, was der Iran tut. Die sind sehr stark, die Iraner. 100 Millionen gibt es davon. Sehr starkes Land. Die Amerikaner haben nicht den Mut, gegen den Iran zu kämpfen. Die sagen, da kommen wir nie mehr raus. Die sind so stark geworden mittlerweile. Ja, wir sind aus Syrien nicht mehr rausgekommen, wir sind aus Afghanistan nicht mehr rausgekommen. Und jetzt in den Iran einmarschieren, no go. Und Israel hat eine Riesenangst vor dem Iran, weil der Iran stark genug ist und der führt wahrscheinlich einen Proxykrieg gegen Israel von Syrien und vom Libanon aus. Das ist ja unsere jetzige Situation heute. Und in der Antike war es so, dass der Iran immer weiter hier nach Süden vorgedrungen ist und irgendwann war doch alles rot. Wisst ihr noch ganz am Anfang? War ja nur Jerusalem übrig geblieben. Das erwarte ich, dass das wieder kommt. Das wird kommen. Ja? Okay, also der Syrer wird dann irgendwann groß und erobert dieses ganze Gebiet hier rüber, was ich eben schon gezeigt habe, und dann entsteht das. Ja? Das ist der endzeitliche Kyros und der endzeitliche Antiochos Epiphanes. Und weil das kommt, werden die beiden vom Engel gezeigt. Und dann wären wir am Ende. Also mit dem Vortrag. Ja? Jetzt weiß ich nicht, wie lange darf ich denn machen? Bis 16:30, ne? Ja, singen wir noch ein Lied, schließen ab. Ja, danke schön.